Ein herzliches Willkommen zurück bei Trails of Cold Steel. Uns erwartet nun, nachdem wir das alte Schulhaus erkundet haben, der erste Bosskampf. Sind wir bereit oder nicht? Ich würde sagen schon. Wir haben so ziemlich alle Modifikationen, ja, und alle Orbments und so weiter hergestellt, die zu diesem Zeitpunkt so sinnvoll sind. Jeder hat hier so seinen... Huch. Jeder hat hier so seinen Kram, ne? Ach, nee, noch nicht. Noch nicht, denn Gaius kann noch Poison kriegen. Ja, und bei Rean, da haben wir jetzt halt hier nicht das, was da reinkommt. Wobei ich da noch mal einmal ganz kurz schauen könnte. Hier könnten wir ja vielleicht sogar noch mal einen Quarz herstellen. Die Frage ist halt, was kann da unten rein, ne? Das müsste man halt wissen. Also Action wäre auf jeden Fall cool für mehr Speed. Das können wir nicht machen. Mind würde gehen. So, Attack und Defense ist halt so für Rean das Beste, finde ich. Auf der anderen Seite wäre auch Tier ganz gut. Also es wäre gut, wenn mehrere Leute heilen könnten. Ich kaufe mal Shield. Noch so für Defense, ne? Und hoffe, dass das hier unten reinpasst. Nee, was passt denn da unten rein? Was für ein Type? Das habe ich irgendwie noch nicht so ganz rausgefunden. Aber okay, wir werden im Laufe des Spiels so viele Quarz bekommen, dass wir auch jetzt hier mal ein bisschen was ausgeben können und auch vielleicht mal ein bisschen was verschwenden können. Das können wir für spätere Charaktere auch benutzen, ne? So ist ja nicht. Oh ja, ich werde noch oft in der Musik, mit der Musik mitsummen, weil die auch einfach zu genial ist. Da unten kommt irgendwas rein, was ich noch gar nicht habe, ne? Sieht so aus. Okay, dann egal. Dann lass uns mal einmal nochmal vorher abspeichern. Und dann geht's jetzt zum ersten, ja, richtigen Boss, ne? Das andere war ein Tutorial-Boss. Das hier ist es vielleicht gewissermaßen auch noch ein Tutorial-Boss, aber... Mal schauen. Ich habe keine Ahnung mehr hier, was für... Oh! Was für Bosse hier kommen und in welcher Reihenfolge. Das hier scheint der erste zu sein. So ein Minotaurus-artiges Viech. Watch out. This is a und hier kommt jetzt die richtig, richtig geile Musik, die richtig geile Kampfmusik. Ich schaue nur mal, ob ich aufnehme. Ja. Here we go. Die Kampfmusik, Leute. Es ist, ich lasse es euch auch einfach genießen jetzt mal. It's my turn. Oh, hab ich die vermisst. Hab ich die vermisst. Gott, ist die geil. Oh, der kriegt aber... Oh, der kriegt aber echt wenig Damage. Leave it to me. Here we go. Nicht von schlechten Eltern sein Damage. Go! So geil! Fuck! Oh, da krieg ich richtig Gänsehaut wieder, Leute. Ohne Scheiß, es ist auch Nostalgie für mich, diese Musik nach so langer Zeit mal wieder zu hören. Es ist nicht übertrieben, es ist wirklich nicht übertrieben, wenn ich sage, dass dieses Spiel das den geilsten Soundtrack hat, den es in der Videospielgeschichte gibt, meiner Meinung nach, ne? Oh, ich kann den schlafen legen, es geht. It's my turn. Das funktioniert. My turn. Oh. Wir machen wieder Motivate und targeten ihn einfach zu dritt, dann sollte das hier alles gut funktionieren. Der kriegt aber echt wenig Damage, muss ich schon zugeben. Harter erster Boss. Go. Leave it to me. Oh, vergiftet. Jetzt haben wir ihn vergiftet. My turn. Ach, wir haben auch Rean, glaube ich, Forte gegeben, richtig? Diesen Support-Dings. Das sollte ich bei ihm gleich mal machen. Go. Ja. Erstmal boosten hier. Nochmal. Ach, das ist nochmal Strength, aber ich frage mich, ob sich das stackt oder nicht. Das weiß ich gar nicht. Sieht aber gut aus. Ihr seid ein gutes Team, Leute. Nur jetzt müssen wir aufpassen, weil jetzt kriegt er einen Crit. Und ein Crit ist ein bisschen ungemütlich jetzt. Da will ich sogar jetzt mal Tierbäume, damit wir hier nicht sterben. It's my turn. Das sieht gut aus. My turn. Here we go.
Ja doch, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, Leute. Leave it to me. Gaius kann weiter seinen Airstrike machen, der ist ja sehr effektiv und jetzt kriegt er sogar einen Crit darauf. Okay, das macht aber, also dafür, dass er da eine Schwäche hat, macht das aber nicht so mega krass viel Damage, ne? Kann das sein? Vielleicht sind da physische Angriffe doch einfach auch die bessere Variante. Na, ich miss ihn natürlich. Boah, das ist jetzt echt schlecht. Das ist ja schlecht jetzt. Bitte nicht jetzt Reen angreifen. Ja doch, Reen bleibt der Main Target. Alright. Ja, jetzt, wo wir wieder so richtig ins Game reinkommen, erinnere ich mich wieder daran, warum ich das Spiel so unfassbar geliebt habe und auch mich auch schon so auf das Let's Play gefreut habe. Da kommen alle Erinnerungen wieder hoch. Also so ein bisschen, ne? Ich konnte mich jetzt an diesen ersten Boss hier eigentlich noch gar nicht erinnern. Aber vor allem durch die Musik. So, wir sind langsam, aber sicher kriegen wir ihn down. Ihr seht aber, dass die Bosse werden so unfassbar hart in dem Game, das ist wirklich nicht mehr feierlich. Also es ist ein schweres, schweres, schweres Game. Und wir spielen es ja auch auf schwer. Aber wir kriegen ihn langsam. Er kann sich halt noch nicht healen, ne? Es gibt dann noch Bosse, die sich healen können. Das wird räudig. My turn. Oh, 500 Damage. Thanks. Jetzt gibt's den Finisher, Mann. Down mit dir, du Spinner. Das war nur der Anfang mit den Taktiken. Das ist das Tutorial sozusagen noch gewesen, mit diesen drei Charakteren. Es gibt so viele unterschiedliche Varianten, wie wir mit den Charakteren hier zusammenspielen können. I did it. Nice. Puh, das war ein schwerer Kampf. Aber wir haben es geschafft. Auf jeden Fall. Und ich glaube, ich kenne mich so langsam ein bisschen besser mit diesen Combat Links aus. Es fühlt sich so an, als hätte der Arkus quasi meine Luftzüge mit euren synchronisiert. Das ist eine gute Art, es auszudrücken. Es ist ein komisches Gefühl, aber nicht von der schlechten Sorte. Ich glaube aber, dass wir jetzt hier am Ende angelangt sind. Sieht auf jeden Fall so aus. Es sieht doch nicht so aus, als hätten wir noch irgendwelche anderen Wege gehen können. Es sieht wirklich so aus, als hätte die gesamte Struktur dieser Ruinen sich komplett verändert, seit wir das letzte Mal hier waren. Ja, es ist echt schwer zu glauben. Ich denke, das bedeutet, dass wir jetzt erstmal fertig sind. Wir sollten zurück nach draußen gehen. Okay. Solange wie die Route sich nicht nochmal verändert hat, dann sollten wir schon einen Weg rausfinden. Die Party-Bonds, beziehungsweise also die Bonds von all den Charakteren untereinander hat sich verbessert. Was auch Sinn macht, da wir alle zusammen gekämpft haben, ne? Und jetzt funktioniert das Ding da plötzlich. Bin das nur ich oder hat dieses Ding vorher auf gar keinen Fall geleuchtet? Nein, ich bin mir sehr sicher, dass es das nicht hat. Hat irgendetwas dafür gesorgt, dass das jetzt angeschaltet ist? Sollen wir mal einen näheren Blick drauf werfen? Können wir machen. Wir hier nochmal einmal alle, ne? Klar, warum nicht? Warp to Floor Entrance. Ja, das ist der. Das ist nämlich der Warper, mit dem wir uns immer wieder von Level zu Level in den Dungeons warpen können. Damit wäre das jetzt auf jeden Fall geklärt, wozu das Ding gut ist. Was ist passiert? Sieht so aus, als wären wir wieder beim Eingang. Aber wir waren doch gerade erst. Wir waren doch gerade erst beim Ende. Dieser Ort ist wirklich so mysteriös. Ja, und du hast jetzt hier natürlich noch die Chance. Also wenn du das Schulhaus verlässt, geht es danach nicht mehr. Aber jetzt könntest du natürlich hier noch Monster farmen und so. Wie gesagt, das mit dem Grinding machen wir, wenn es notwendig ist, aber wenn es nicht notwendig ist, nicht. Und ich denke nicht, dass es jetzt hier schon direkt notwendig sein wird. Damit sind wir im Schulhaus fertig. Und haben, glaube ich, so ziemlich alles gemacht,
was wir machen sollten. Investigation vorbei. Die Sonne geht schon langsam unter. Ach, wir waren da echt lange drin. Wir sollten wahrscheinlich dem Schulleiter unseren Report abgeben. Wäre es okay für euch, wenn ihr mitkommt? Ja, können wir gern machen. Lass uns gehen. Und das ist auf jeden Fall, das kommt auf jeden Fall unerwartet. Oh, und die beste Musik wieder. Das Layout hat sich komplett verändert seit dem letzten Monat. Ich wusste, dass da irgendetwas nicht stimmt, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell sich entwickelt. Wisst ihr irgendetwas über den Ursprung dieser Ruinen? Das sieht so aus, als, diese Ruinen sehen so aus, als würden sie die Schule um einiges über... Also wären sie hier schon viel länger als die Schule. Ich kann leider nicht genau sagen, wer sie konstruiert hat und wie lange es sie schon gibt. Aber du hast recht, sie existieren schon hunderte Jahre, bevor die Schule gebaut wurde. Alle Hinweise deuten darauf hin, dass es während den dunklen Jahren passiert ist. Die dunklen Jahre oder die dunklen Zeiten? Meint ihr diese chaotische Periode, die nach dem großen Zusammensturz vor 1200 Jahren begann? Die meisten Ruinen, die Archäologen seitdem gefunden haben, sind voll von verrücktem Zeug. Manche von ihnen sind mit Technologien gemacht worden, die wir noch gar nicht richtig verstehen können. So wie Magie, Alchemie. Aber das Innere eines Gebäudes, dass es sich komplett verändert, ich muss sagen, das ist auf jeden Fall was Neues. Definitiv nicht normal. Definitiv. Von so einem Phänomen steht nirgendwo etwas in den Büchern. Sieht so aus, als hätten wir eins der größten Mysterien hier direkt vor unserer Haustür. Nun, ich werde mich dort auch mal ein bisschen umsehen, wenn ich die Chance dazu bekomme. Das hat mich neugierig gemacht, seit ich angefangen habe, hier zu arbeiten. Das wäre wirklich sehr schön. Schwarzer, Craig, Wurzel, vielen Dank für eure harte Arbeit. Das war gar kein Problem. Wir freuen uns, dass wir helfen konnten. Ja, es ist immer gut zu helfen. Wenn ihr uns dann bitte entschuldigen würdet. Ihr drei habt wirklich eine gute Arbeit geleistet. Sieht so aus, als würdet ihr auch langsam mit dem Arkus klarkommen. Comet Links haben uns auf jeden Fall den Kampf in den Ruinen erleichtert. Wenn wir in der Lage sind, sie zu meistern, könnten sie eine sehr mächtige Waffe werden. Noch etwas schwierig, das Timing richtig zu treffen. Wir belassen es erstmal dabei. Ihr müsst auch noch mit euren anderen Klassenkameraden solche Verbindungen knüpfen. Und lasst es mich noch einmal sagen, ihr habt heute wirklich gute Arbeit geleistet. Besonders du, Reen, ich erwarte in nächster Zeit große Dinge von dir. Ich werde meinem Best... Warte mal eine Sekunde, was meinst du mit nächstes Mal? Nun, so, wenn ich das richtig sehe, bist du ein natürliches Talent darin, nicht wahr? Also warum solltest du aufhören? Außerdem, wenn man sich mal bedenkt, wie beschäftigt unsere Schülerratspräsidentin doch ist, möchtest du da nicht einfach alles tun, was in deiner Macht steht, um zu helfen? Nun, ich schätze, ich fühle ein bisschen mit ihr mit, aber... Ach, okay, ja, ich schätze mal, ich mach's. Das ist unser Reen. Ich werde die guten Neuigkeiten gleich an Tova weiterleiten. Oh, und der Schulleiter hat gesagt, es ist okay, wenn du den Schlüssel für das alte Schulhaus behältst. Du kannst gerne weiterhin da rumstöbern, wenn du möchtest. Naja, ich werde euch Kinder dann später sehen. Tschüss. Sie ist einfach nur froh, dass jemand wieder ihre Arbeit, Drecksarbeit übernimmt. Ist das wirklich okay für dich, Reen? Ja, ich denke schon.
bin ja sowieso noch nicht in irgendeinen Club eingetragen und solange wie ich mich nicht in zu viele andere Dinge noch einschreibe, werde ich die Zeit dafür finden. Nun, dann ist es ja okay. Aber wenn du Hilfe brauchst, dann bitte, lass es mich wissen. Das ist wirklich kein Problem. Für mich gilt das Gleiche. Ich würde mich auch freuen, das nächste Mal wieder mit ins alte Schulhaus zu kommen, wenn du willst. Quest completed. Seal haben wir als Reward bekommen. Und ein Bonding Point. Ein Abend-Bonding Point, denn es ist Abend. So wie wir ja auch schon mitbekommen haben. Wir können hier immer noch rumlaufen, können immer noch alles machen, können die wundervolle Abendmusik genießen. Auch das Setting ist einfach so geil, ne, mit diesem orangenen Himmel. Es ist einfach geil. Geil, geil, geil. Es ist wirklich einfach so. So. Oh! Oh, wir können ein Bonding-Event mit... Oh, wir können ein Bonding-Event mit Alyssa machen. Na Mensch. Das machen wir doch direkt mal. Ich denke, es ist kein Geheimnis und ich werde es auch, also es ist, denke ich mal, vielleicht für die meisten von euch gar nicht so ein großes Geheimnis, dass man hier auch Rin mit jemandem zusammenbringen kann. Wenn es diese Links und diese Bonding-Events gibt und so. Das geht nur mit den Mädchen in diesem Spiel. Womit ich persönlich aber auch überhaupt kein Problem habe. Und, ja, ich will nicht zu viel spoilern. Aber Alyssa und Rin, die sind schon wirklich gut zusammen. Das werdet ihr, das hat man jetzt natürlich noch gar nicht im LP gesehen, weil die beiden sich immer so in die Haare gekriegt haben, ne? Wegen diesem Vorfall da. Beziehungsweise weil sie immer noch so mad ist. Aber das wird sich ganz schnell ändern. Mehr spoilere ich dann natürlich nicht. Aber das wird dann der Grund sein, warum wir so ziemlich alle Bonding-Events, die wir machen können, auch auf jeden Fall mit Alyssa machen werden. Und natürlich aber auch mit anderen. Aber jetzt, wir könnten hier mit Tova eins machen. Aber das war's. Tova und Alyssa. Die beiden Möglichkeiten gibt's. Und wie gesagt, Alyssa wird so das Main-Girl für Rin, sag ich mal. Was willst du denn, hä? Ich bin gerade dabei, etwas zu tun, wenn du es nicht, falls du es nicht mitbekommen hast. Warte mal, musst du hier ganz alleine aufräumen? Das ist auch Teil unserer Aufgabe als neue Rekruten. Hier war auch ein Mädchen aus dem Adelstand, aber sie ist schon gegangen. Warum erzähle ich dir das? Ich muss dir gar nichts erzählen. Sieht nicht so aus, als würde sie mir bald vergeben. Ich muss die Chance finden, mich bei ihr zu entschuldigen. Ja. Wäre es okay, wenn ich dir helfe? Ihr Blick dabei auch. Das ist so episch. Sieht so aus, als wäre es sehr viel Arbeit für eine Person völlig alleine. Ich werde dich auf jeden Fall nicht aufhalten. Du versuchst aber lieber nichts Komisches, ja? Ich werde es nicht. Werde ich nicht. Sportclubs scheinen mehr Ärger zu machen, als sie wert sind. Erstmal bauen sie alles auf, dann müssen sie viel trainieren und dann müssen sie auch noch alles wieder abbauen. Hey. Oh, tut mir leid, ich war gerade mit den Gedanken woanders, nicht wahr? Hä? Richtig. Sieh zu, dass das nicht nochmal passiert. Sie ist so ein bisschen so eine, die ihre wahren Gefühle halt einfach nicht nach außen hin zeigt. So, das hat man jetzt auch gerade schon wieder gesehen. Das wollte sie eigentlich gar nicht sagen, aber hat sich dann irgendwie doch wieder spontan umentschieden. Das wird noch eine witzige Nummer mit den beiden. Wenn es so weitergeht, dann bin ich quasi komplett nutzlos. Für die verlorene Zeit muss ich echt hier was gut machen. Okay, das sollte passen. Damit haben wir wohl das meiste weggeräumt. Wollte sie das echt alles alleine machen? Sie muss sich wirklich dem Club verschrieben haben. Oh, tut mir leid, ich stand dir im Weg, nicht wahr? Ich werde den anderen Kram jetzt noch sauber machen. Das meinte ich nicht. Ach, warum bin ich nur so stur? Das war meine Chance, um was, hä? Um sich zu entschuldigen, wahrscheinlich. Als sie fertig waren, alles aufzuräumen, hat Rin auf Alyssa gewartet, während sie zurück in ihre Schuluniform gewechselt ist. Sieht so aus, als wären wir erstmal fertig. Wolltest du das wirklich alles alleine machen? Ich hätte dich da sowieso nicht reingelassen. Das ist ein Mädchenclub, nicht wahr?
Richtig, guter Punkt. Aber du hast mir geholfen. Danke. Hä? Nichts, ist egal. Wir sind hier fertig, also geh. Okay, man sieht sich. Das lief ja so gut wie ein... Wie wenn Züge aufeinander stoßen. Ich schätze mal, ich muss sie einfach überschütten mit Nettigkeit, damit wir wieder reden können. Gute Möglichkeit, eine perfekte... das war eine gute Möglichkeit, eine perfekte Chance durch die Finger gleiten zu lassen, Alyssa. Das können wir doch nicht das ganze Jahr über so machen. Es geht langsam in die richtige Richtung. Plus 500 für die beiden. Noch irgendwas zu sagen? Warum bin ich nur so stur? Alyssa, wenn es noch etwas gibt, wobei ich dir helfen soll, dann... Es ist okay, lass mich einfach allein. Ich schätze, für heute sollte ich aufgeben. Ja, das sollten wir wohl. Ja, damit ist der Tag so ziemlich vorbei, ne? Wir haben alles gemacht, was wir machen können. Wir müssen natürlich noch zu Tova. Und sagen, dass wir alles geschafft haben und so. Na klar. Ich würde ganz gerne vorher noch mal einmal kurz schauen. Ach so. Sporthalle ist jetzt zu am Abend. Ach so, weil ich dachte... Ach so. Ja, da ist Laura auch gar nicht mehr. Ich wollte einmal noch mal Laura besuchen und mal gucken, wie es der so geht. Wenn die ja sowieso gerade schon in der Nähe war. Aber wohl genug geschwommen für heute, ne? Jetzt ist sie... in dem Student Union Building und liest vielleicht irgendwas oder chillt. Ja, da sitzt sie ja auch. Moin, wie geht's? Also wenn es dir nichts ausmacht, ich würde gerne in den Schwimmingclub beitreten. Und das wäre mir wirklich... es würde mir wirklich sehr viel weiterhelfen, wenn du ein bisschen deine Zeit opfern könntest, um mich zu trainieren. Natürlich, ich helfe doch gern. Aber ich bin nicht diejenige, die sich darum kümmert, dass du dem Club beitrittst. Also musst du nicht so formal sein. Wir sind ja auch beide neu hier. Warte, wirklich? Ja, wirklich. Okay, wir haben Seal bekommen. Kann ich das denn jetzt da einsetzen? Was? So, okay, wirklich so ein dunkles können wir da einsetzen. Soul Blur. Das funktioniert also. Also es war so ein dunkles, wofür wir halt einfach nicht mehr genug Quarz hatten, um es herzustellen. Hatte ich nicht sogar versucht, ein dunkles einzusetzen? Warum ging denn das nicht? Vielleicht geht jetzt auch nur dieses. Naja, auf jeden Fall hat Rin jetzt erstmal da eins drin. Das ist ganz gut. Ich muss jetzt auch zu ihr, richtig? Muss ich nicht zu ihr? Gute Arbeit, Rin. Sieht so aus, dass deine Hilfe alles war, was ich gebraucht habe. Ich bin einfach nur froh, dass ich ein bisschen Gewicht von deinen Schultern nehmen konnte. Das hast du wirklich. George findet deine Arbeit auch wirklich gut. Ich bin erstaunt, dass du es geschafft hast, das alles zu erledigen und dann noch das alte Schulhaus dir anzuschauen. Ha, wenn du mal irgendwie eine Hand brauchst, dann lass es mich wissen. Mein Terminplan ist ziemlich flexibel. Ich meine, ich werde das ganze Jahr über bei Tor sein. An Tors Akademie sein. Ach, danke. Du solltest jetzt auch zurück zu den Unterkünften gehen und ein bisschen schlafen. Ach so, warte mal, zu wem muss ich denn? Warte mal, ist das nicht Tova? Die hier so markiert ist? What? Echt nicht? Ach so, die ist so markiert wegen dem Event, wegen dem Bonding-Event. Was wir jetzt natürlich nicht mehr machen können, richtig. Richtig, okay. Also wir sollen tatsächlich zurück in die Unterkünfte und da geht's dann weiter. Gut, Leute, das würde ich sagen, machen wir im nächsten Part von Trails of Cold Steel. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Und im nächsten Part gehen wir erstmal eine Runde pennen, denn das war sehr viel Arbeit an diesem Tag. Bis dahin und ciao.